So. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Das Thema der jetzigen Pressekonferenz ist der Waldzustandsbericht. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Herzlich willkommen. Und neben ihr Platz genommen Dr. Nicole Wellbrock. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Thünen-Institut für Waldökosysteme. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Frau Klöckner, Sie haben dann auch gleich das Wort. Bitte schön. Ich bedanke mich sehr herzlich auch für Ihr Interesse. Wir als Bundeswaldministerium erheben den Waldzustand, damit wir wissen, wie er sich in Deutschland entwickelt. Aber Sie wissen auch, dass wir international in vielen Gesprächen und auch Kooperationen sind. Und wir werden begleitet von unserem Thünen-Institut wissenschaftlich in der Einordnung, aber auch bei politischen Entscheidungen. Wer im Wald unterwegs ist, der sieht massive Schäden, kahle Flächen, trockene Bäume, übermäßig viel Schadholz, also Kalamitätholz, und die Bilder großflächig abgestorbener Wälder, die haben sich bei vielen eingebrannt. Das ist erschreckend. Und zum Beispiel die Hochlage im Harz, tote Bäume, soweit das Auge reicht. Und auch überall in Deutschland, ganz gleich in welchen Bundesländern, sehen wir die Folgen vergangener Jahre, die vergangenen drei Dürrejahre. Wir sehen die Sturmschäden, aber auch den Schädlingsbefall, wie zum Beispiel des Borkenkäfers, der ein leichtes Spiel auch hat. Und die Ergebnisse unserer Waldzustandserhebung, wie gesagt, die wir regelmäßig machen, diese Ergebnisse der Waldzustand dieser Erhebung von 2020 oder für 2020, die bestätigen den Eindruck, und ich kann es nur in diesem Satz zusammenfassen, sie gehören zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebung im Jahr 1984, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen. Und das ist bedrückend, das macht mir große Sorge, denn wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn die Entwicklung unseres Waldes hat gezeigt, in den vergangenen Jahren, bevor wir die drei wirklich harten Dürrejahre auch erlebt haben, haben wir gesehen, dass unsere Wälder gemischter geworden sind, artenreicher geworden sind, naturnäher geworden sind, auch älter geworden sind. Also die Behauptungen, die wir ab und an mal lesen oder hören, dass es Baumplantagen oder Monokulturen als solche gäbe und man immer noch Fichten pflanzen würde, die haben mit der Realität nichts zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit Wissenschaft auch darauf antworten. Es ist natürlich, oder so deutlich man, die Entwicklung, die gute Entwicklung, die wir bis dato hatten, die war kein Zufall, denn Bund und Länder haben gemeinsam mit den Waldeigentümern, aber auch sei es mit dem Staats- oder Bundesforst, den ökologischen Waldumbau betrieben. Also wir fangen nicht bei Null an, sondern es gibt mehr Biodiversität und auch mehr Klimaanpassung. Aber seit Ende 2017 wurden diese guten Entwicklungen wirklich massiv gebremst durch Stürme, Dürre und Borkenkäfer. Und ich möchte Ihnen gerne die Ergebnisse unserer Waldzustandserhebung vorstellen. Das ganze Augenmaß zeigt dieser aktuelle Bericht, den Sie auch in Ihren Mappen haben. Sie sehen Tabellen, Sie sehen Schaubilder. Da kann und muss man sich darauf einlassen, auf diese Differenziertheit. Und noch nie waren so viele Erhebungsbäume abgestorben wie 2020. Man kann es sehr klar drastisch zeigen. 4 von 5 Bäumen haben eine lichte Krone. Die lichte Baumkrone ist wichtig, dazu sage ich gleich was, aber will Ihnen Zahlen noch nennen. Konkret heißt das, 79% bei den Fichten haben ein Problem. Bei der Kiefer sind es 80%, ebenso bei der Eiche. Und auch die Buchen bringen, der Klimawandel bringt die Buchen an die Grenzen. Und hier haben wir sogar 89%, die betroffen sind. Knapp 40% aller Bäume weisen eine deutliche Verlichtung auf. Und das ist schlecht. Das heißt, bei diesen Bäumen sind mindestens 30% der Blätter oder Nadeln vorzeitig gefallen. Warum ist das ein so entscheidendes Kriterium, sicherlich nachher noch durch unsere Wissenschaft untermauert? Weil der Kronenzustand, der zeigt uns an, wie der Zustand des Baumes ist, wie es dem Baum geht.
Denn Bäume reagieren auf Belastung, indem sie unter anderem zum einen ihre Verzweigungsstruktur verändern, zweitens Blätter kleiner werden oder sich verfärben. Auch das Phänomen haben Sie gesehen, dass man schon frühzeitig den Eindruck hatte, man sei im Herbst. Oder dass auch am Ende die Nadeln verfrüht fallen. Und ich will es mal so sagen, der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank. Dass unser Wald leidet, zeigt sich auch, wenn wir die Fläche anschauen, die wieder bewaldet werden muss, und die Schadholzzahlen. Und ich sage ganz bewusst, wir wollen aktiv, nachhaltig, zertifiziert, standortangepasst, mit einer starken Resilienz wiederbewalden. Ich habe Ihnen die aktuellen Zahlen mitgebracht. Die wieder zu bewaldende Fläche liegt bei 277.000 Hektar. Das ist der Stand, also Stichtag 31.12.2020. Und das ist eine Waldfläche, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, die Hektarzahl, die etwas größer ist als das Saarland. Und hier sehen wir, das will ich sagen, bei der Bewaldung oder beim Rückgang der Schadflächen sehen wir einen leicht positiven Trend jetzt. Innerhalb von 6 Monaten ist diese Schadfläche um 8.000 Hektar zurückgegangen. Das zeigt auch sehr deutlich, unsere Hilfen kommen an. Ich weiß, wir haben unsere Hilfen an strenge Kriterien geknüpft. Das hat auch zu Diskussionen geführt mit Waldbauern, aber sie werden angenommen, denn die Kriterien, wenn der Staat Geld gibt, verfolgen wir auch ein politisches Ziel, Waldumbau zu beschleunigen. Er soll klimaresilient, er soll stabil sein und standortangepasst sein. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir mit dem Berufsstand, auch mit den zuständigen Ländern, weil viele Bundesländer auch enormen Staatswald haben, im Übrigen die Kommunen enormen Waldanteil auch besitzen. Da wollen wir passgenau helfen und auch die Zahlen stelle ich Ihnen vor. Es wird passgenau auch abgerufen. Beim Schadholz sind es nach unserem aktuellsten Stand 171 Millionen Kubikmeter, die Gesamtmenge aus den Jahren 2018 bis 2020. Und unsere Waldbesitzer und Forstwirte stehen damit weiter vor unglaublich gewaltigen Herausforderungen. Wer heute Wald besitzt, der verdient nichts, sondern der legt drauf. Sie wissen, dass der Holzmarkt zusammengebrochen ist. Und Ihre Arbeit und Ihr Engagement und Wissen kommt uns allen zugute. Deshalb will ich hier auch eines sehr klar sagen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die unsere Wälder pflegen, bei allen, die Geld investieren und die in Generationen denken. Denn der Begriff Nachhaltigkeit, den wir heute alle nutzen, der kommt aus der Forstwirtschaft. Dass man heute etwas tut, wo man vielleicht selbst nicht unmittelbar mehr etwas davon hat, außer vielleicht ein gutes Gefühl, ein gutes Gewissen. Es kommt der nächsten Generation zugute. Und deshalb sage ich danke allen, die sich hier engagieren und auch durchhalten vor allen Dingen. Jeder Baum, den wir heute nicht nachziehen, der fehlt der kommenden Generation. Also unsere Aufgabe ist es, heute zu handeln und auch heute uns anzustrengen. Und deshalb helfen wir und nehmen auch massiv Geld in die Hand. Das wissen Sie, 2019, als das Ausmaß deutlich wurde, habe ich alle Beteiligten zu einem nationalen Waldgipfel zusammengerufen. Das war wichtig, das war zur rechten Zeit. Und wir haben auch sehr intensiv inhaltlich diskutiert, auch wissenschaftlich diskutiert, dass nicht der bequeme Weg der beste Weg ist, sondern dass wir einen Weg gehen müssen, der auch den Namen Nachhaltigkeit verdient. Zentrale Erfolge über die Gemeinschaftsaufgabe. Vielleicht wird es dann auch nachher Ihre Nachfrage sein, aber ich will es jetzt schon mal verdeutlichen. Die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, kurz genannt GAK, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die sich wirklich bewährt hat zwischen Bund und Ländern. Das heißt, der Bund gibt in der Regel 60%, die Länder 40%. Wir haben 800 Millionen Euro zur Verfügung gestellt in dem ersten Schub und ich erläutere Ihnen nachher auch noch die Corona-Hilfen. Auf den Schadflächen, warum dieses Geld? Erstmal müssen Schadflächen geräumt werden. Sie müssen sich vorstellen, gerade dort, wo wir einen hohen Borkenkäferbefall haben und noch Bäume sind, die nicht befallen sind, also die gesund sind, die müssen wir schützen und deshalb auch Kalamitätenholz rausräumen. Also diese Schadflächen müssen geräumt werden. Die Vorstellung, man lässt einfach alles liegen,
führt am Ende dazu, dass gesunde Wälder noch schneller auch angegriffen werden. Zweiter Punkt, das Geld wird genutzt und wird gebraucht für klimaangepasste Wiederaufforstung, Wiederbewaldung und im gesamten Wald für Maßnahmen zur Klimaanpassung. Also das heißt auch, das ist Naturverjüngung, das ist zwischen ganz klar gezieltem Anziehen und Setzen, zwischen ganz gezielter auch Naturverjüngung. Das wird miteinander auch gut abgestimmt. Im Übrigen ist eine Naturverjüngung, also nach Fichte, auf Naturverjüngung zu setzen, ist begrenzt intelligent, glaube ich, wenn wir sagen, wir wollen keine Fichte und dann auf Naturverjüngung setzen würden. Also insofern ist auch die aktive Waldbewirtschaftung wichtig. Zu den sichtbaren Schäden steht die Branche zusätzlich vor dem Problem, die Ihnen, die uns, jeder, der auch im Wald unterwegs ist, ins Auge fällt, die Situation auf dem Holzmarkt. Also einen Wald zu bewirtschaften, zu investieren, ist sehr teuer. Und das Ganze macht Sinn, wenn man natürlich auch Erlöse hat, aber mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Also nie mehr einschlagen, als man auch wieder setzt und nachwachsen kann. Und es ist so viel Holz angefallen an Schadholz, das aus den Wäldern geräumt wird. Die Holzpreise sind massiv gesunken. Viele Forstbetriebe haben dadurch wirtschaftliche Schäden erlitten, sind auch von der Existenz bedroht. Wer sich mit kommunalen Haushalten auskennt, weiß, was das für einige Kommunen zurzeit bedeutet. Wir haben Alarmrufe, egal welcher Parteifarbe. Also mir schreiben alle Parteifarben, wirklich alle, die in Verantwortung sind und rufen dort auch um Unterstützung. Es leiden genau jene unter den Auswirkungen des Klimawandels, die wir als Gesellschaft brauchen, um den Klimawandel auch zu bekämpfen. Vergangenen Sommer habe ich deshalb zusätzlich erreicht, dass weitere 700 Millionen Euro, und das ist dann ein Bundesprogramm, nicht über die GAK, damit es auch nicht daran hängt, ob Länder einen größeren Haushalt haben oder nicht haben. Und deshalb haben wir ein Bundesprogramm geschnürt für den Wald und für die Forstwirtschaft. Insgesamt stehen mit diesen beiden Paketen, die ich Ihnen eben erwähnt habe, 1,5 Milliarden Euro zur Unterstützung zur Verfügung. Dieses Geld wird nicht einfach irgendwie überwiesen, damit jemand Geld hat, nur weil er Fläche hat. Nein. Also erstens ist es das größte Wiederaufforstungsprogramm, das wir je hatten in der Geschichte unseres Landes. Und das ist einmalig und verdeutlicht zum einen, wie groß die Aufgabe ist, vor der die Waldbesitzer, aber auch wir als Gesamtgesellschaft stehen. Und zum anderen, dass wir als Politik unsere Verantwortung für den Wald und damit auch für die kommenden Generationen gerecht werden. Wir sehen jetzt, diese Hilfen werden gut abgerufen. Dazu will ich abschließend gerade noch etwas sagen. Aktuelle Informationen, weil uns von Journalisten auch viele Anfragen dazu erreicht haben. Einmal zum Bund-Länder-Paket, zu den 800 Millionen Euro zur Bewältigung der Waldschäden und klimaangepassten Waldumbau. Klar ist, Voraussetzung für die Anpassung ist zunächst die Vorbereitung der Fläche für die Wiederbewaldung. Deshalb liegt hier auch der Fokus der Waldbesitzer. Hierfür wurden 2020 mehr Geld zur Verfügung gestellt. Nee, umgekehrt, 2020 wurde mehr Geld beantragt, genau dafür, für diese Maßnahme, als wir zur Verfügung hatten, als vorgesehen war. Aber ich möchte nicht, dass ein Antrag, der gut begründet ist, verloren geht, sondern wir wollen, dass Gelder, die für 2021 dann vorgesehen sind, dass die zur Verfügung stehen für die Anträge, die eingereicht worden sind, also bereits gestellte Anträge, die aber 2020 wegen der Haushaltsführung nicht zum Zuge kamen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, es muss mal klar sagen, dass zwischen den Bundesländern Geld auch umgeschichtet werden kann. Das geschieht im Übrigen auch, denn es gibt Bundesländer, die haben relativ wenig Wald. Schauen wir mal zum Beispiel nach Schleswig-Holstein, und es gibt andere Bundesländer, die haben sehr, sehr viel Wald. Schauen wir zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt. Und deshalb ist eine Umschichtung auch möglich. Maßnahmen zur Anpassung sind sehr gut angelaufen, und dazu einfach, wir werden eine erste Auswertung für Sie auch machen als Journalisten, aber auch für die Branche nach der Beendigung jetzt der anstehenden Frühjahrspflanzungen, also Frühjahr und Herbst sind geeignet für die Pflanzungen. Klar ist, dass wir Förderkriterien einfordern. Also nicht
Geld einfach zahlen. Wir haben das wissenschaftlich basierend mit Förderkriterien belegt. Und deshalb sind Aussagen, wir würden Plantagen fördern, das ist falsch, weil auch unwissenschaftlich und auch widerlegbar. Zu den Förderkriterien, die neuen Wälder auf den ehemaligen Schadflächen werden Mischwälder sein mit ausschließlich standortgerechten Baumarten. Sonst werden sie nicht gefördert werden. Dabei haben wir erstmalig auch die natürliche Verjüngung förderfähig gemacht. Das gab es vorher nicht. Und unsere Hilfen sind daher auch das bisher größte ökologische Waldumbauprogramm, das es je gab. Und zum Konjunkturpaket, 700 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket gab es. Unsere Bundeswaldprämie, die Nachhaltigkeitsprämie, das sind 500 Millionen Euro. Da jetzt noch für Sie zur Information schnell und unbürokratische Hilfe für den Kommunal- und Privatwald. Was sind dort die Kriterien, an die wir die Zahlung der Gelder geknüpft haben? Die Waldflächen müssen ein Nachhaltigkeitszertifikat haben. Also Sie kennen das sicherlich, PEFC und FSC. Und die nachzuweisende Zertifizierung ist 10 Jahre zu halten. Also es geht nicht darum, das eine Jahr, wo man Geld bekommt, zu zertifizieren und das Ganze dann fallen zu lassen, sondern es soll nachhaltig sein. Ansonsten muss man die Prämie ganz oder teilweise zurückzahlen. Und diese Nachhaltigkeitsprämie ist ein ganz neues Konzept und der Start ist wirklich gelungen. Die Prämie wurde sofort stark angenommen, vom Start Ende November 2020 bis zum Jahresende 2020 sind bereits 56,6 Millionen Euro ausgezahlt worden. Bis jetzt haben auch über 4.000 Kommunen einen Antrag gestellt und sie bekommen damit auch eine gute Perspektive, denn die Haushalte der waldreichen Kommunen, die auf die Einnahmen des Waldes auch angewiesen sind, sind massiv in Schwierigkeiten geraten. Und unsere Prämie ist zudem ein Anreiz, Waldflächen nachhaltiger zu bewirtschaften und auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Und das freut mich, will ich Ihnen wirklich sagen. Denn wir sehen, dass mit unserer Förderung jetzt die Zertifizierungsbereitschaft angestiegen ist. Aufgrund der Prämie haben wir bereits jetzt eine Zertifizierung, die über 550.000 Hektar im Privat- und Kommunalwald verzeichnet. Einen Anstieg über 550.000 Hektar. Das sind fast 11% mehr Waldfläche, die nach einem höheren Standard jetzt bewirtschaftet wird und eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland. Und jetzt abschließend, und dann möchte ich gerne auch übergeben an unsere Wissenschaft, jetzt steht noch das Investitionsprogramm Wald aus. Vielleicht haben Sie dazu nachher noch Fragen. Ich glaube, viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wir haben auch noch das Thema Baustoff Holz. Und es geht darum, um die Investitionen auch in die Holzwirtschaft, um das Thema Robotik, aber auch um die Fragestellung der Beratung. Aber ich glaube, das ist heute ja nicht unser Hauptschwerpunkt. Warum werbe ich so für den Wald? Weil er unsere grüne Lunge ist, weil er Heimat von einer großen Biodiversität ist, Fauna, Flora, weil er Luftreiniger ist, der Wald, weil er den Boden fit hält, weil der Wald Wasser reinigt, weil er Erholungsraum ist, weil er Arbeitgeber ist. Und der Wald ist kann wieder unser bester und größter Mitstreiter werden gegen den Klimawandel. Es geht um wirklich eine Verantwortung, eine Nachhaltigkeit. Und deshalb, wir wollen, dass das, was wir jetzt an Geld auch zur Verfügung gestellt haben, in der Erde Wurzel schlägt. Herzlichen Dank, Frau Klöckner. Dann Frau Wellbrock. Ja, vielen Dank. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme, bei dem ich arbeite, beschäftigt sich schon sehr lange mit den Wäldern in Deutschland. Fast alle Zahlen, die wir zu Wäldern haben, wie bei der Bundeswaldinventur oder eben auch der Waldzustandserhebung, werden bei uns koordiniert. Die Waldzustandserhebung ist eine Bund-Länder-Aufgabe. Die Länder erheben die Daten, meistens in einem dichteren Raster, und werten dann die Daten auch für ihre Länderberichte aus. Wir bekommen eine Unterstichprobe und prüfen diese Daten dann auch nochmal, rechnen die hoch und versenden die Daten dann an das BML, die den Bericht schreiben. Wir sind dafür zuständig, vertiefende Auswertungen zu machen und in der wissenschaftlichen Community unsere Thesen dann auch zu vertreten.
Ja, die Zeitreihe ist eben schon sehr lang und damit auch sehr wertvoll geworden seit 1984 und seit 1990 auch bundesweit wird der Waldzustand am gleichen Raster erhoben. Das sind 420 Punkte pro Punkt, 24 Bäume und damit werden jährlich 10.000 Bäume eben untersucht. Weil es eine Bund-Länder-Aufgabe ist, wird ja immer gefragt, ob das vergleichbar ist. Wir haben einen Leitfaden, nach dem alle Länder diese Aufnahmen erfüllen. Und wir haben, bevor die Länder jedes Jahr rausgehen, findet auch ein Inventurleiterkurs statt, wo also alle sich noch einmal treffen, sich eichen. Und wir sehen über die Jahre, dass die Unterschiede bei ungefähr 5% pro Einzelbaum liegen, also relativ gering ist. Man sieht, dass die Länderunterschiede sehr gering sind. Alle 2 Jahre führen wir auch noch einen Fotovergleichskurs durch. Und auch da sehen wir, dass wir national sehr gut vergleichbar sind. Und wir machen das auch mit den europäischen Kollegen. Und wir sehen auch dort, dass wir europäisch sehr gut angebunden sind, denn ein Teil der Daten werden auch an das Europäische Koordinierungszentrum weitergegeben, das auch in Eberswalde ist, also meine Kollegen. Ja, wie wird das Ganze durchgeführt? Die Kollegen aus den Ländern gehen mit dem Fernglas dann in den Wald, schauen sich die Krone an, die Lichtkrone, im Vergleich zu einem Referenzbaum. Sie haben also ein Bildband mit, wo ein vollständig gesunder Baum ist mit 0% Kronenverlichtung und schätzen dann den Baum ab im Vergleich zu dem Referenzbaum. Dieser Bildband zeigt auch die verschiedenen schlechteren Stufen. Das heißt, 0% Kronenverlichtung ist ein gesunder Baum, 100% wäre ein toter Baum. Ja, und alles dazwischen ist geschädigt. Das Ganze wird dann, wie man im Bericht sieht, zu Schadstufen zusammengefasst. Das erleichtert die Auswertbarkeit und ja. Neben dem Kronenzustand, also der Verlichtung, wird auch die Fruktifikation aufgenommen. Das ist bei manchen Baumarten wirklich wichtig, wie bei der Buche. Das heißt also, gibt es keine Früchte oder werden übermäßig viele Früchte in dem Jahr gebildet. Wenn das der Fall ist, dann sehen wir, dass der Kronenzustand schlechter ist, weil der Baum sich quasi entscheiden muss, will ich Früchte oder mehr Blattmasse. Und man sieht auch über die Jahre, dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Zeitraum der Abstände der starken Fruktifikation, das sind sogenannte Mastjahre, weiter zunimmt. Und dass das stark auch mit der Belastung der Wälder zu tun hat, vor allen Dingen mit der Stickstoffbelastung über die atmosphärischen Einträge. Also deswegen auch ein wichtiger Faktor. Man muss aber anhand der Daten auch sagen, wir hatten 2019 zum Beispiel ein Jahr, wo es nicht viel Fruktifikation gab, es der Buche aber trotzdem schlecht ging. Das heißt, da gibt es dann andere Faktoren, zu denen ich dann auch noch vielleicht kommen kann, die auf den Kronenzustand Auswirkungen haben. Daneben natürlich das Alter, denn wir sehen auch in dem Bericht, dass gerade die Bäume über 60 Jahre besonders geschädigt sind. Mhm. Jüngere Bäume kommen damit besser zurecht. Die Baumart natürlich, die Baumarten reagieren sehr unterschiedlich. In den Jahren vorher war es so, dass die Nadelwälder eigentlich ein bisschen besser zurechtkamen, aber das, seit 2018 ist das nicht mehr der Fall. Die Fichte fällt also mehr oder minder, ich glaube, das ist Konsens in der Forstwirtschaft, in den unteren Lagen komplett aus. Ja, aber wie gesagt, insgesamt geht es allen Baumarten sehr schlecht. Seit 2009 nehmen wir zusätzlich auch auf die Schadinsekten und weitere Schadfaktoren, weil das natürlich ein weiterer Einflussfaktor ist, wenn der Borkenkäfer dazukommt im Nachgang zur Trockenheit. Oder durch den Klimawandel sehen wir, dass auch immer neue Schädlinge einwandern und eine größere Rolle spielen ja, bei dem Ganzen. Ja, und ich selber mache das seit 2008 und schaue mir diese Zeitreihen mit meinem Team an. Und wir sehen immer einzelne Ausreißerjahre. Also in den 80ern war es schlechter, ganz klar. Und danach gab es dann Ausreißerjahre wie 2003. Das war auch ein sehr warmes, sehr trockenes Jahr. Aber das, was wir seit 2018 erleben, also 2018 war noch sehr viel trockener und wärmer als 2003.
Und im Nachgang die Jahre 19 und 20 ist schon wirklich etwas Besonderes. Die Mortalitätsrate ist deutlich höher geworden, gerade bei der Fichte, aber auch die Buche zeigt Hitzeschäden. Wir haben Auswertungen dazu gemacht und es zeigt eben, dass die klimatische Wasserbilanz als Indikator für den Zustand tatsächlich an den WZE-Punkten eindeutig zeigt, dass es immer trockener wird und dass im Nachgang dann eben zum Beispiel der Borkenkäfer kommt. Das ist also kein Kurztrend ist, kein Ausreißerjahr, was wir jetzt haben, sondern etwas ist, was wir tatsächlich mit großer Besorgnis sehen. Und anders als in den 80er Jahren, wo man eben diese Saueneinträge hatte und das mit technischen Maßnahmen lösen konnte, werden wir das so einfach, der Klimawandel, der wird nicht so einfach zu bewältigen sein. Die großen Schadflächen machen uns auch große Sorgen, denn auf diesen Schadflächen wird es trockener, es findet Humusabbau, Nährstoffabbau statt, Erosion und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, Konsens, dass die wieder bewaldet werden sollten. Und es ist ganz klar, dass dort, wo Fichte war, das haben wir auch heute gehört und ich kann das auch nur unterstützen, wird wahrscheinlich auch wieder Fichte kommen. Das ist nicht sinnvoll, daher ist es notwendig, wieder zu bewalden, aktiv. Und da der Klimawandel, wie wir gesehen haben, wirklich alle Baumarten betrifft, mehr oder minder auch die Kiefer, kann mit Hitze kaum sehr schlecht umgehen, macht es auch Sinn, tatsächlich klimastabile Wälder jetzt zu etablieren und das als Chance zu nutzen. Und das, was ich mir angesehen habe, ist tatsächlich auch so, dass die Fichte nicht wiederverwendet wird, sondern verschiedene Baumarten, vor allen Dingen auch strukturreiche Mischwälder angestrebt werden mit einem höheren Laubholzanteil. Das ist, denke ich, Konsens in der Forstwirtschaft. Und man muss auch sehen, dass nach dem Krieg war es natürlich auch gewollt, dass Holz produziert wird. Und das kann man mit Monokulturen vielleicht schneller machen. Wir sind längst dazu gekommen, dass viele Ökosystemfunktionen jetzt der Wald erfüllen soll. Und das können eben klimastabile Mischwälder wesentlich besser. Herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Fragen. Die erste hat Herr Jung. Frau Klingner, vor 2 Jahren wollten Sie noch nicht davon sprechen, von einem Waldsterben 2.0 angesichts Ihrer Worte. Heute möchten Sie das vielleicht heute, und wie viel hat unsere Landwirtschaft mit dem akuten Zustand der Wälder zu tun? Also erstmal vom Waldsterben. Die Frage ist ja, ob etwas komplett abstirbt oder nicht, oder ob wir was dagegen tun. Und wir tun etwas gegen das Waldsterben. Sterben ist was Finales. Und wir tun etwas ganz konkret, und das sehen Sie an den Zahlen, dass wir jetzt beim Rückgang der Schadflächen einen leicht positiven Trend haben. Man muss beim Wald aber in langen Zeiträumen sprechen, in langen Zeiträumen denken. Das heißt, auch wie wir wieder bepflanzen. Es macht ja wenig Sinn, wenn wir einen sehr trockenen Herbst haben, dann zu pflanzen. Ja, weil ich meine, dann kann ich gleich das Geld verbrennen, um es kurz zu sagen. Das macht keiner. Und insofern wollen wir, dass es dem Wald, also ich hatte das letzte Mal gesagt, in den 80er Jahren sprach man vom Waldsterben und er ist nichts gestorben. Zum Glück, es gab Gegenmaßnahmen. Und ich hatte gesagt, als die Dürrejahre kamen, als es noch nicht so auf dem Schirm war wie jetzt, es redet keiner vom Waldsterben, aber viele Teile des Waldes sterben gerade. Und deshalb ist unser Gegensteuern genau das, was ich eben vorgestellt habe. Wir werden einen langen Atem brauchen, klare Kriterien, an denen wir arbeiten. Und ich weiß jetzt nicht, warum Sie der Landwirtschaft jetzt das Waldsterben irgendwie jetzt, wie Sie darauf kommen, jetzt mit in die Schuhe schieben wollen. Ist jetzt wahrscheinlich für... Nö. Können Sie mir gerne vielleicht noch mal genau erläutern, welche Erkenntnisse Sie haben? Habe ich ja gar nicht gesagt, aber hier geht es ja auch um Klimawandel und ich hatte gefragt, wie viel unsere Landwirtschaft mit dem Zustand der Wälder zu tun hat. Das können Sie doch jetzt einordnen, das ist eine offene Frage. Mit dem Zustand der Wälder, ja, jetzt lassen Sie mal auf, ich glaube, unsere ganze Lebensweise hat etwas
damit zu tun. Ihre, meine Lebensweise, unser aller Lebensweise hat etwas mit dem Klimawandel zu tun. Und ich würde mir da jetzt nicht eine Berufsgruppe raussuchen. Die Mobilität hat was mit dem Klimawandel zu tun. Unsere Art des Konsumverhaltens hat was mit dem Klimawandel zu tun. Unsere Energie, unsere Wirtschaft hat etwas mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben für den speziellen Bereich der Landwirtschaft, also wenn wir sehen, welchen Anteil an CO2-Ausstoß, Sie müssen ja Kriterien, also wir müssen ja wegkommen von dem Grundbauchgefühl oder von schlagträchtigen Überschriften. Wir müssen ja ein bisschen wissenschaftlicher rangehen. Und deshalb muss man ja die Kriterien definieren, wie Sie das messen wollen. Nur mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt den CO2-Ausstoß betrachten, welche Sektoren in unserer Gesellschaft sind an welcher Stelle beim CO2-Ausstoß? Landwirtschaft, ja, sie produziert unsere Lebensmittel, stößt CO2 aus, aber vor ihr sind zum Beispiel Wirtschaft, Energie, Mobilität, Landwirtschaft. Deshalb halte ich es auch für wichtig, dass wir über das Thema Agroforstsysteme nicht nur nachdenken, sondern zum Beispiel im Blick haben, für die neue GAP bei den sogenannten Eco-Schemes so etwas zu fördern. Zusatz? Sie sagten ja gerade, wir tun was gegen das Waldsterben, also sprechen Sie mittlerweile vom Waldsterben. Nochmal, Teil, also wenn man von dem Waldsterben spricht, dann heißt es, dass final der Wald als solcher stirbt. Das stimmt nicht, deshalb sage ich das so nicht. Teil, also wir müssen, also ich bitte darum, präzise zu bleiben, auch wenn es der einen oder anderen Schlagzeile nicht hilft. Darum habe ich Ihnen ja nochmal die Chance gegeben, darauf. Genau, deshalb, es geht um Teile des Waldes, die sterben. Wir haben Höhen, da ist der Wald stärker, stabiler, sogar bei der Fichte auf Höhenlagen. Aber es kommt, deshalb müssen wir halt differenzieren, gell? Frau Wellbrock, Sie sind die Wissenschaftlerin oder die Expertin. Wie viel hat denn unsere Landwirtschaft mit dem Zustand des Waldes zu tun? Ich glaube, die Antwort war schon ziemlich gut, dass wir alle damit etwas zu tun haben. Also Klimawandel hat mit uns allen zu tun. Wenn wir uns das anschauen, sozusagen, dass Kohlenstoffspeicherung und so weiter auf mineralischen landwirtschaftlichen Böden, ist es weder eine Senke noch eine Quelle. Der Wald ist eine Senke für Kohlenstoff, tut also aktiv etwas für den Klimaschutz. Und deswegen sollten wir den auch erhalten. Das ist eben so eine wichtige Funktion, die der Wald hat. Wenn Sie jetzt auf die, ja, ich glaube, wir lassen das. Die nächste Frage, Herr Kollege. Erstmal eine Frage an Frau Wellenbrock, bitte. Können Sie mir uns noch mal erklären, was das bedeutet, die Kronenverlichtung für das Waldklima und für die Temperatur und Sonneneinstrahlung? Und welche Rolle spielt das Totholz, das man dann im Wald lässt als CO2-Speicher und auch als humusaufbauendes Mittel? Ja, die Kronenverlichtung bedeutet, am Anfang bei den ungeschädigten Bäumen ist das kaum merklich, also bis 10% ist nicht interessant. Je größer das wird und die Bäume natürlich lichter werden, dann fällt mehr, gerade bei den Buchenwäldern, die dann auch meist einschichtig sind, kann das zur Temperaturerhöhung führen. Ich habe keine wissenschaftliche Publikation, die sich damit beschäftigt. Was wir sehen, ist auf diesen Freiflächen sehr wohl, dass die, da gibt es Untersuchungen, dass es dort wärmer ist, trockener ist, dass dort Humusabbau stattfindet. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man schnell wieder bewaldet. Totholz ist ein ganz wichtiger Kohlenstoffspeicher. Deswegen ist auch Vollbaumernte wird nicht empfohlen. Das heißt, man lässt also Teile, die man nicht erntet, im Bestand. Das ist wichtig für die Kohlenstoffspeicherung und die langsame Zersetzung. Aber genauso auch, wenn wir an die Böden denken, für die Nährstoffnachhaltigkeit. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Noch eine Frage an Frau Klöckner. Sie haben ja gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die Mischwälder die Wälder der Zukunft sind, weil die resilienter sind in Sachen Klima. Wenn Sie jetzt sagen, die Fördermaßnahmen sind daran gebunden, wie sehr sind die denn tatsächlich daran gebunden, dass die Waldbesitzer den ökologischen Waldumbau machen, den Sie ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen? Weil die Grünen ja zum Beispiel sagen, als Kritik, Sie geben da einfach nur Geld an die Fläche, an Flächenbesitz und koppeln das nicht so sehr an den ökologischen Waldumbau. Ja, nur weil es die Grünen sagen, muss es ja nicht richtig sein. Also das gehört ja auch zum, ich sage jetzt mal, zum Wahljahr dazu, weil das ja nicht ins Programm der Grünen passt, dass wir was richtig machen. Also und deshalb bleibe ich lieber bei den Fakten. Wir haben ganz klar eine Zertifizierung vorgeschrieben, sonst gibt es kein Geld.
Und wir sehen das auch bei den Hektarzahlen, die angestiegen sind, dass diese Kopplung Sinn macht. Aber ich will auch noch mal eines sagen. Ich weiß gar nicht, was wir Waldbauern einfach unterstellen. Also nicht Sie, aber was denen unterstellt wird, dass sie ihre Arbeit, ihr Geld in die Hand nehmen, um wieder besseren Wissens jetzt etwas zu pflanzen, wo sie wissen, dass sie im nächsten Jahr erst gar nicht die Anzucht, das überhaupt nicht überleben würde, wenn wir wieder so ein heißes Jahr haben. Also wir unterstellen quasi ein massiv unlogisches und eigenwirtschaftlich schadendes Verhalten. Also der Waldbau hat sich im Laufe, wenn wir uns das mal anschauen, der Waldumbau, der geschieht ja schon seit mehreren Jahrzehnten, aber das dauert seine Zeit. Dadurch, dass wir jetzt so große Schadflächen haben, kann der jetzt schneller geschehen. Aber wir sehen auch beim Laub, also wenn das ja alles stimmen würde, was ich so höre von einigen geneigten Kreisen, dann müssten wir ja in Deutschland erstmal 80% Monokultur Fichte haben. Wir haben aber fast halbe Laub- und Nadelwald in Deutschland. Also deshalb bin ich so ein Freund von Fakten und nicht von Stimmungen. Und deshalb sage ich auch, ich traue zum einen den Waldbauern sehr, sehr viel zu, weil die leben davon. Also die haben im Zweifel mehr Ahnung als jemand, der eine Pressemitteilung schreibt. Also ich will jetzt nicht, also eine Pressemitteilung schreibt, meine ich grundsätzlich als die als eine Ministerin, sagen wir es so. Die davon leben und über Generationen wirklich einen Betrieb weitertragen müssen. Und wir müssen, glaube ich, auch Acht geben, dass wir nicht alle jetzt plötzlich zu Waldexperten geworden sind, aber die anderen diesen Job gemacht haben. Und jeder kann was tun, übrigens selber auch Bäume pflanzen. In manchen Gärten stehen Bäume, die nicht standortangepasst sind. Und deshalb gibt es klare Beratungen, die Forstleute vor Ort, auch in den Ländern, da will ich auch in den Kommunen echt Danke, wirklich Danke sagen. Die grünen Berufe, die das erlernt haben, die Wissenschaftler sind, die begleiten die dort auch. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass dieser Umbau auch der Not am Ende, also der Einsicht und der Not geschuldet ist. Es gibt keinen anderen Weg. Noch ein Zusatz. Ja. Ein Großteil des Holzes wandert ja direkt vom Wald in den Ofen. Wie nachhaltig ist das denn Ihrer Meinung nach? Na, also das gute Holz wandert bestimmt nicht in den Ofen. Also Sie müssen ja auch, Holz ist nicht Holz. Das müssen wir auch unterscheiden. Und die Frage ist ja, was vergleichen Sie mit was? Also wenn Sie Atomkraft vergleichen, um an die Energie dranzukommen, mit dem, was wir vielleicht, wenn Kalamitätenholz verbrannt wird, wenn Sie diesen Vergleich herstellen, glaube ich, sind wir zwei sehr schnell einig, was die bessere Variante, die nachhaltigere ist. Also und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Qualitäten des Holzes auch unterscheiden. Also was für mich wichtig ist, das möchte ich ganz deutlich sagen, auch bei allen Förderprogrammen, wir machen jetzt kein Bauförderprogramm, dass wir das Holz, das jetzt im Bauen eingesetzt wird, fördern, sondern die Beratung dazu. Wir haben zum Beispiel auch unsere Holzkarte. Es geht auch darum, dass man höhergestöckige Gebäude zum Beispiel bauen kann. In vielen Ländern hat aufgrund des Brandschutzes einiges dagegen gesprochen. Also Holz können Sie sehr zahlreich verwenden, vielfältig verwenden, aber Sie können nicht jedes Holz für alles verwenden. So, das ist ein Punkt. Was mein Anliegen ist, ist, dass wir am Ende nicht Importhölzer, die nicht zertifiziert sind, die vielleicht aufgrund von Rodungen entstanden sind, dann, dass wir hier in Deutschland dann noch den Weg bereiten, so etwas beschleunigen. Also da, glaube ich, müssen wir sehr, sehr vernetzt auch denken und auch Kriterien anlegen. Ich habe mehrere Online-Fragen auch. Holger Schmidt-Denker von RTL-NTV fragt: Frau Klöckner, warum sind in Deutschland noch nicht einmal 2% des Waldes total naturbelassen bzw. Urwald? Wie will man erreichen, dass wieder mehr Waldgebiete naturbelassen sind? Dankeschön für die Frage. Wald ist Natur. Und uns zieht es in den Wald. Und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist ein Beitrag dazu, dass wir CO2 binden, also alte Wälder,
binden nicht mehr in dem Maße neu CO2 wie aufwachsende Wälder, das heißt Bäume, die sich im Wachstum befinden. Und insofern, glaube ich, geht es nicht um alles oder nichts Urwald in Deutschland oder nicht. Also wir alle mögen, oder die meisten mögen, Sie ja auch hier in der Bundespressekonferenz, Möbel aus Holz. Wir mögen auch die Wälder, aber nur zwischendrin das anscheinend nicht. Gell? Und deshalb, also mir ist es ist ein Holztisch lieber als ein Plastiktisch. Ein Holztisch, der auf lange Sicht CO2 speichert. Und vor allen Dingen dann wiederum haben wir die Möglichkeit, wieder aufwachsendes Holz CO2 binden zu lassen. Aber vielleicht möchten Sie das noch ergänzen. Eigentlich nicht. Ich denke, Sie haben alles gesagt. Es ist tatsächlich so, dass die alten Wälder sehr schön sind. Wie gesagt, aber die CO2-Bindung ist einfach sehr viel geringer. Die Leistung nimmt einfach ab und die Substitution von Zement zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz. Birgit Schmeitzner vom ARD Hauptstadtstudio fragt an Frau Wellbrock, wie würden Sie die Rolle des Waldes im Kampf gegen die Erderwärmung beschreiben? Ja, ich denke, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten können und auch sollten. Wir alle, die das können, sozusagen durch die Kohlenstoffbindung im Bestand. Und ich beschäftige mich auch mit der Bodenzustandserhebung. Und ich darf auch sagen, dass auch im Boden von Wäldern tatsächlich CO2 gebunden wird. In der Landwirtschaft, auf den landwirtschaftlichen Böden ist es neutral, aber der Wald bindet noch CO2 tatsächlich. Und das auch in den aktiven Wäldern. Und von daher denke ich, ist diese CO2-Bindung ganz wichtig, aber auch für den Wasserhaushalt. Also Wälder führen zu einem feuchteren, kühleren Klima. Wir sehen das hier auch gerade in der Stadt, dass Stadtbäume ganz wichtig sind. Das heißt, da gibt es verschiedene Funktionen. Im Klimawandel werden die auch wichtiger, denke ich. Herr Zweigler. Frau Glöckner, ich würde gerne noch mal zu den Hilfen des Bundes für die privaten und kommunalen Waldbesitzer nachfragen. Sie haben das große Paket, sind etwa 1,5 Milliarden, haben Sie gesagt. Können Sie sagen, wie viel davon schon effektiv abgeflossen ist? Wie viel in diesem Jahr zur Verfügung steht? Und es gibt ja regionale Unterschiede. Schleswig-Holstein mit 11% Wald hat viel weniger Schäden als, was weiß ich, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Was heißt denn in dem Zusammenhang Umverteilung? Wer verteilt denn da um? Machen Sie das? Geht das nach den Anträgen oder wird das ganz automatisch? Weil aus diesen Ländern wesentlich ein höherer Bedarf besteht. Ja. Ich füge die Frage von Jana Wolf von der Rheinischen Post dazu. In welchen Ländern, das passt ja ganz gut, in welchen Ländern wurde bislang der größte Anteil der Fördergelder abgerufen aus dem Bund-Länder-Programm sowie aus den Hilfen des Konjunkturprogramms? Ja, also jetzt zum Stichtag habe ich nicht die aktuelle, ich habe sie bestimmt irgendwo in meinen Unterlagen. Wir schicken Ihnen das als Pressestelle. Wir haben immer genau zu Stichtagen die Überblicke. Also das heißt einmal, wie diese Umschichtung ist, also Bundesländer geben, also die Gelder, die in der GAK sind, sind nicht alle frei verfügbar. Das heißt, wenn ich es für einen Wald nicht nutze, nutze ich sie vielleicht, was weiß ich, für ein Dorfprogramm. Das ist nicht alles deckungsfähig. Und deshalb gibt es Länder, die haben nicht alles genutzt und geben das dann quasi zurück, beziehungsweise geben das dann bekannt. Und dann können andere Bundesländer sagen, wer etwas braucht. Und dann kann man im Zweifel das nach einem Schlüssel dann verteilen. Sie kennen ja den klassischen Königsteiner Schlüssel. Aber beim Wald wird das natürlich nicht gerecht, weil zum Beispiel auch die Einwohnerzahl nicht unbedingt immer parallel zum Baumbestand oder zum Waldbestand ist. Also insofern gibt es dann auch speziell, was den Wald angeht, zum Beispiel die Kriterien, wie hoch sind die Waldschäden in welchem Bundesland. Das ist auch relativ unterschiedlich. So, und das ist das eine, wie viel abgeflossen ist. Ich kann jetzt mal von den Prämien, müssen wir gucken, waren das letztes Jahr die 56,6 Millionen Euro? Die kann ich Ihnen nochmal schicken. Ich kann Ihnen die Päckchen nennen. Wir hatten einmal das Paket 800 Millionen Euro in der GAK. Das ist ziemlich gut auch abgerufen worden. Das heißt, die Bereitung des Waldes, erstmal Räumung des Schadholzes. Dann ging es weiter, im Übrigen auch Transport. Wir hatten ja einen Engpass übrigens von Transportmöglichkeiten und Mitteln. Sie wissen, wir hatten das Kaputageverbot
dann auch ausgesetzt, dank auch des Kollegen Andreas Scheuer, dass wir das hinbekommen haben, oder auch die Lasten erhöht, ich glaube auf 44 Tonnen oder Ähnliches. Das war dann in einer Phase, wo wirklich ein Engpass da war und wir schnell handeln mussten, weil wir aufforsten mussten. Und dann haben wir, das will ich noch mal sagen, zu den Bundesgeldern diesen 700 Millionen Euro. 500 dieser 700 Millionen Euro gehen in die Nachhaltigkeitsprämie, quasi in die Fläche. Und 200 Millionen Euro gehen in die Investitionen. Also das heißt, in Bauen mit Holz, aber auch in Investitionen in Gerätschaften, etwa 50 Millionen sind es, die in Harvester und solche Dinge eben auch reingehen. Einen Hinweis möchte ich noch geben. Die Sägeindustrie, die Sägewerke müssen sich auch umstellen. Man war ja sehr auch auf das Thema Nadelholz fixiert. Das wird sich ändern in Zukunft. Das wird Laubholz auch stärker werden. Also da geht es auch um Umstellungen. Zusatz? Darf ich noch kurz nachfragen, da die Gelder ja an die Zertifizierung gebunden sind, wer nimmt denn die Zertifizierung vor und wer überprüft denn das? Machen das die meist sehr mit sehr wenigen Mitarbeitern ausgestatteten Forstbehörden oder wer macht das? Also um zertifiziert zu werden, muss man sich, also man gibt sich nicht selber die es gibt klassische Zertifizierungsstellen und in den Ländern weiß man das. Also wir haben zum Beispiel auch Staatswald, der zertifiziert wird, der vor Ort dann die Zertifikation erhält. Man zahlt auch was. Im Übrigen ist die eine der beiden Zertifizierungsstellen, das ist das FSC, die höher ist, glaube ich, etwas mehr kostet. Deshalb haben wir die auch mit einem etwas höheren Satz versehen. Also insofern ist es ein Zertifizierungssystem, das nicht wir als BML machen und unser Thünen-Institut auch nicht. Weil wir beim Geld waren, Frau Schmeizner fragte noch, 150 Millionen Nachhaltigkeitsprämie klingt gut, aber reicht das? Wenn ein kleiner Waldbesitzer 120 Euro bekommt, lächelt er doch nun müde. 120 Millionen Nachhaltigkeitsprämie ist mehr. 150. Oder 150? Klingt gut, aber reicht ja das, wenn ein kleiner Waldbesitzer 120 Euro bekommt? Lächelt er doch nur müde, war die Frage. Ja, verstehe ich, dass er da müde lächelt. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, wo die 150 Millionen Euro Nachhaltigkeitsprämie herkommt. Habe ich das gesagt gehabt, 150 Millionen? Nee, das sind ja mehr als 150 Millionen Euro. Wir liegen da, wenn ich richtig bin, wir haben einmal aufgeteilt die 700 Millionen in die 500 Millionen Euro. Es sind 120 Euro je Hektar, die gezahlt werden an Nachhaltigkeitsprämie. Das ist vielleicht möglicherweise ansonsten gegangen, müsste Frau Schmeizner nochmal die Frage. Also gerne dann nochmal bei uns fragen. Also sind die 120 Euro pro Hektar. Die Frage ist immer, klar, mehr ist immer schön. Aber die Frage ist auch, ob man dann nicht nachher eine Art Waldstilllegungsprämie dann zahlt, ob das attraktiver ist, einfach eine klassische Flächenprämie zu bekommen. Und das will ich einfach mal sagen. Wir haben ja die Debatte um die GAP, um die gemeinsame Agrarpolitik Europas. Da wird auf der einen Seite immer kritisiert, es wird nach Fläche bezahlt. Im Übrigen, das ändern wir, deshalb spreche ich vom Systemwechsel, es wird in Zukunft nach der Bewirtschaftung auf der Fläche gezahlt. Und so wollen wir es im Übrigen auch beim Wald machen. Natürlich ist derjenige, der mehr Hektar hat und zertifiziert ist, bekommt mehr, weil er mehr Schäden hat, als derjenige, der vielleicht 2 Hektar hat und Schäden hat. Aber das Entscheidende ist die Bewirtschaftungsform auch. Und insofern ist es eine Analogie auch. Herr Kollege, mit der nächsten Frage. Ja, Michael Bauchmüller, Süddeutsche. Ach. Ja. Maske. Herr Bauchmüller. Ich habe 2 Fragen an Frau Dr. Wellbrock. Zum einen, also was Sie hier aufzeigen, ist ja das Ergebnis mehrerer sehr trockener Jahre. Das heißt, die Bäume sind vorgeschädigt. Wie viele solcher Jahre halten vorgeschädigte Bäume aus? Oder andersrum, ist es möglich, dass sich der Wald auch relativ schnell wieder erholt, sollte es jetzt einige feuchte Jahre gegeben? Und zum anderen, Sie haben eben die Kommunikation mit anderen europäischen Ländern kurz angerissen. Haben Sie da Daten oder wissen Sie, wie es im Wald in unseren Nachbarländern geht? Ja, also vielleicht zu den Nachbarländern.
Der Bericht wird erst, wir liefern die Zahlen jetzt erst im Nachgang sozusagen. Das heißt, der Bericht wird erst später rauskommen. Aber wir sehen in benachbarten Ländern sieht es ähnlich aus. Skandinavien ist noch wesentlich langsamer vom Klimawandel betroffen, aber auch dort trifft er ein. Ja, auch in den südlichen Ländern, die Eichen in manchen Regionen sehen auch nicht gut aus. Es ist also ein europäisches Problem, mehr oder minder eben nach der Baumartenverteilung und nach dem Klima dort, das dort eh schon herrscht, oder eben wenn dort Schädlinge auftreffen. Aber auf jeden Fall ein Problem, was wir überall sehen. Und die zweite Frage war nochmal, Entschuldigung. Eine Prognose. Eine Prognose. Ja, Prognosen sind sehr schwer. Also was wir sehen, was wir untersucht haben, ist, wie groß der Einfluss des Vorjahres ist. Und wir sehen, dass das Klima des Vorjahres sehr großen Einfluss hat auf den Zustand. Und das heißt, es war ja letztes Jahr auch noch sehr trocken. Der Bodenspeicher wurde aufgefüllt, aber nicht in dem notwendigen Maßen. Das heißt, wir werden, ich mag ungern Prognosen abgeben, aber auch dieses Jahr wird es nicht gut aussehen. Der Borkenkäfer ist in den Beständen. Der Klimawandel geht weiter. Wir werden ja mehr Witterungsextreme bekommen. Kann sein, dass es jetzt mal ein feuchtes Jahr gibt, aber dann gibt es vielleicht mehr Sturm. Dann gibt es Hitzeperioden, die auftreten. Ich weiß nicht, Sonntag vor einer Woche waren wir alle noch Schlitten fahren. Das wird natürlich alles häufiger werden und nicht abnehmen. Von daher, meine Prognose ist, es wird nicht besser. Fatima Abbas von der dpa fragt nochmal an Frau Klöckner zu den 277.000 Hektar, die Sie nannten eingangs, glaube ich. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das die Fläche ist, die derzeit wieder bewaldet wird? Also ich suche gerade nochmal, damit wir die richtigen Zahlen auch haben. Was wir an Kal, also wir haben die wieder zu bewaldende Fläche liegt bei, also wenn wir jetzt mal die uns anschauen, wie groß ist die Schadfläche? Und wenn wir davon ausgehen, dass wir die Schadfläche, wo Bäume gestorben sind, abgestorben sind, dass wir diese Fläche nicht einfach zu Land jetzt sich selber überlassen und nicht wieder aufforsten wollen. Also wir gehen davon aus, wir wollen wieder aufforsten. Dann sind wir bei 277.000 Hektar. Das ist zweimal die Größe, wenn ich es richtig so im Kopf habe, vom Saarland. Und es wird die Frage natürlich sein, deshalb habe ich das gesagt, das ist die Schadfläche. Aber das hält uns ja nicht davon ab, sogar mehr Bäume noch zu pflanzen, als lediglich die Schadfläche aufzuforsten. Und übrigens das Thema auch Stadtbegrünung, Stadtwald. Auch hier haben wir einiges schon gemacht. Auch danke auch unseres Institutes, auch beratend, was städtische Bewaldungen anbelangt, was auch sag mal, der Überhitzung auch entgegenwirkt und auch für das Klima eine große Rolle spielt, aber auch in privaten Bereichen. Aber auch das Thema Agroforst. Das ist immer stärker auf der Tagesordnung und spielt eine Rolle auch bei der Landwirtschaft. Aber es ist nicht die Fläche, die derzeit wieder bewaldet wird, wie die Kollegin gefragt hat, sondern... Also derzeit alles auf einmal geht nicht, um es kurz zu sagen. Alles auf einmal würde im Übrigen die Baumschulen überfordern. Wir brauchen ja Pflanzmaterial und nicht irgendein Pflanzmaterial, sondern das, was just standortangepasst ist. Das kann in jedem Bundesland, je nachdem an welchem Ort und Lokalklima, auch sehr unterschiedlich sein. Und wir brauchen ja auch gesundes Pflanzgut und das kann man nicht mit einem Schlag hinbekommen. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, die Schadfläche ist in den vergangenen 6 Monaten um 8.000 Hektar zurückgegangen. Das ist eine Generationenaufgabe, um sehr deutlich zu sagen, diese Schadfläche wieder aufzuforsten, das ist eine Generation gefordert. Jana Wolf von der Rheinischen Post fragt nochmal, welche Bundesländer und Regionen sind besonders stark vom Baumsterben und von Schadflächen geprägt? Das können Sie vielleicht nochmal sagen. Also wir wissen, im Harz ist es zum Beispiel sehr, sehr stark. Also eigentlich ist jedes Bundesland mittlerweile betroffen. Wir müssen uns nur anschauen, welcher Baumbestand wo ist. Aber vielleicht Frau Dr. Wellbrock. Ja, also wir sehen, die Schadflächen waren vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen ganz stark. Sachsen-Anhalt war betroffen. All die Standorte, die Fichte haben in den tieferen Lagen, aber wie gesagt, auch die Buche ist betroffen.
aber eben diese Trockengebiete nochmal und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Dann Herr Jung nochmal. Ja, zwei kleine Fragen noch, Frau Klöckner. Ich würde gerne von Ihnen als Waldministerin wissen, was Sie von der Rodung des Dannenröderwalds halten. Es geht ja nicht darum, was man von was hält, gerade in dieser Frage, sondern da ist ja was entschieden worden, im Übrigen mit verschiedenen Parteien. Und das ist nicht meine Zuständigkeit, sondern das wurde von der entsprechenden, im Übrigen wurde das dann oder wird auch das gemacht, was erforderlich ist, dass es Ausgleichsflächen dann gibt und wieder aufgeforstet wird. Hätte sein können, dass Sie als Waldministerin den Wald erhalten wollen. Ich würde noch mal zum Holzverbrauch kommen und dem Ausstieg aus dem Brennholz. Frau Wellbrock, könnten Sie das vielleicht noch mal beantworten, weil Sie auch gerade meinten, es wird einfach nicht besser. Und ich höre da heraus, dass es da jetzt auch radikalere Maßnahmen bräuchte, wie zum Beispiel ein Stopp von sinnlosen Rodungen oder halt ein Moratorium beim Waldsterben. Also wollen Sie dem Wald sagen, er soll ein Moratorium unterschreiben, aber bei der nicht stirbt. Abforstung. Frau Wellbrock, sind Sie denn für einen Ausstieg aus dem Brennholz? Das ist ja nicht nur Klimaschutz, sondern auch Waldschutz, weil die Emissionen bei der Verbrennung sind ja noch höher als bei der Kohle. Und Frau Klöckner will das ja offenbar nicht. Ich denke, das, was gesagt wurde zu den verschiedenen Holzsortimenten, also dass die beste Verwertung ist sozusagen tatsächlich, wenn man das Holz nutzt als Möbel langfristig oder um Zement zu ersetzen. Bei der Holzernte fällt aber eben auch Holz ab, was man eben auch dann verbrennen kann. Das ist eine Möglichkeit, sicherlich nicht die beste. Also Ersatz von Baustoffen ist sicherlich besser in der Kaskadennutzung. Wir haben dazu eine Veröffentlichung gerade vor 2 Wochen rausgebracht. Mhm. Da kann man die Zahlen genau lesen, was dann wie nutzt oder schützt. Also darf ich gerade was sagen, weil Sie mir gerade unterstellen, Frau Klöckner will das offensichtlich nicht. Den Ausstieg nur ums aus kurz, nein, nur nochmal. Also ich weiß nicht, ob das immer gut kann man so machen, dass man immer schwarz oder weiß hier sehen will und deshalb auch in eine Polarisierung gehen will. Aber ich habe vorhin sehr differenziert, was die Holznutzung anbelangt. Und Sie können mit Holz nicht alles machen. Sie können nicht mit jedem Holz das hier bauen, was wir hier haben. Und Sie haben auch Holz, das verrottet, und Sie können Holz. Und die Frage ist, wie wir in welchen Schritten zu einer besseren Energiegewinnung kommen in Deutschland. Und es gibt verschiedene, dass wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Ich glaube, da sind wir beide uns sogar einig, dass es ein guter Weg war. Und dass die Menschen aber nicht per Knopfdruck sofort alles beenden können, sondern will nur mal ein Beispiel nennen, auch wenn wir zum Thema Torf kommen. Wir wollen zum Beispiel, oder Bodenerde kommen, wir wollen hin zur Torffreiheit, müssen es aber substituieren. Im Übrigen auch mit Holz zum Beispiel. Nur das geht mit einem Knopfdruck nicht. Und deshalb ist quasi die Entwicklung, die weitere Innovation, um diese Nutzung zu ersetzen, der richtige Weg. Aber mir zu unterstellen, ich will den Ausstieg nicht, das ist mir zu holzschnittartig, um in diesem Begriff zu bleiben. Ja, aber gut. Aber Sie sind ja dafür, dass wir kein Öl mehr verbrauchen irgendwann. Sie sind dafür, aus der Kohle auszusteigen. Als Regierung haben Sie dem ja auch zugestimmt. Jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, das hört sich ja so an, als ob Sie irgendwann aus dem Brennholz aussteigen wollen, damit wir das nicht mehr verbrennen müssen. Wann dürfen wir kein Holz mehr verbrennen, Frau Klöckner? Das werde ich Ihnen heute nicht sagen, weil ich mich gerne auf Fakten berufe. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie ein Bauchgefühl von mir haben wollen, dass Sie jetzt hören wollen, das Jahr 2030, das ist nichts wert, eine solche Aussage, um es kurz zu sagen, weil sie nicht wissenschaftlich fundiert ist. Man kann dann aussteigen, wenn man etwas substituieren kann, auch und wenn die Wissenschaft und unsere Forschung und Anwendung soweit ist. Und erlauben Sie mir das gerne auch hier nochmal zu sagen. Also ich glaube, gut, jeder entscheidet ja selbst, welchen Duktus er auch in die Gesellschaft mit reingibt. Aber wenn man nur entweder oder, schwarz oder weiß, voranbringt, dann treibt man sicherlich auch das an, was man sonst beklagt, nämlich eine Polarisierung. Also ich bin froh, dass wir kluge Wissenschaftler haben und dass Deutschland mit zu den Ländern gehört, das auf Innovation setzt. Denn am Ende wird Nachhaltigkeit immer
den Dreiklang haben zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialer Frage, dass wir das zusammenbekommen, diese Balance. Herr Kollege. Frau Klöckner, noch mal auf den Wald als Klimaschützer geguckt. Braucht es in Deutschland mehr Urwälder, um den Klimaschutz voranzutreiben? Und wollen Sie ermöglichen, dass man Windräder auch im Wald oder näher am Wald aufbauen kann, um den Klimaschutz weiter voranzutreiben und CO2-Ausstoß zu vermindern? Naja, Sie haben bei den Windrädern, was Sie sagen, haben Sie ja Zielkonflikte. Also ich sage jetzt mal, diejenigen, die sich auch an wirklich den letzten Baum verteidigen, haben keine Probleme, dass Fußballfeld groß Wälder gerodet werden für Windräder. Also ich glaube, wir sollten nicht die Entweder-oder-Frage stellen, sondern wir müssen klar schauen, wo so etwas Sinn macht. Also wir sollten keine gesunden Bäume, also wir sollten nicht die eine Nachhaltigkeit mit der anderen Nachhaltigkeit ausspielen. Das heißt, wenn ich gesunde Bäume quasi rode, um zu sagen, ich habe eine andere oder Moral kann man das nicht sagen, aber ich komme dann mit einem Windrad dazu. Ich halte es für notwendig, dass wir Standorte nutzen, wo wir nicht diese Zielkonflikte haben. Ich glaube, da sind wir jetzt auch in einer neuen Phase drin, weil wir sehen, wie schlecht es dem Wald geht. Und Urwälder, was ist ein Urwald? Auch das muss man definieren, was ein Urwald ist. Also diese Vorstellung, diese romantische Vorstellung, wir überlassen den Wald oder alles sich selbst, wird den Beitrag zum Klimaschutz nicht so leisten können, wie wir das mit einer klaren Waldbewirtschaftung, einer nachhaltigen, das will ich sehr deutlich sagen, hinbekommen können. Also wenn wir auch die Wissenschaft hinzuziehen, also diese romantische Vorstellung, alles ist Urwald, ist die Gegenfrage, welchen meinen Sie denn genau? Meinen Sie den Urwald, den wir sich überlassen, dort, wo wir vorher Fichten hatten, dass daraus ein Urwald entstehen soll, der wird nicht viel dazu beitragen können, zu einem entsprechenden vergleichbaren Klimaschutz, CO2-Bindung. Und wenn wir eine Verbuschung oder eine Verheckung, also wenn wir eine Verbuschung zum Beispiel haben, die sehr am Boden dann zum Beispiel sich auch abspielt oder viele Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte braucht. Also das, was Ihnen als Urwald vielleicht vorschwebt, ist ja keine Frage von übermorgen dann. Also wir haben keine Zeit zu verlieren, um dem Klimawandel entgegenzugehen. Aber Frau Dr. Wellbrock, Sie sind Fachfrau. Ja, also die alten Wälder haben mehr Kohlenstoff, die speichern, also als Vorrat. Aber die speichern halt nicht mehr so viel. Das ist eben die Sache. Und man kann eben durch genutzte Wälder eben andere Sachen ersetzen. Und das andere, was ich sehe, ist, dass diese alten Wälder sehr empfindlich auf Klimawandel reagieren. Also auf Wetterextreme und auf den stark und relativ plötzlich absinkenden Grundwasserspiegel. Damit können die alten Wälder viel schlechter umgehen. Und das ist natürlich schade, aber das ist auch eine Konsequenz des Klimawandels. Auch was das Wurzelwerk, wenn ich das richtig verstehe, auch angeht, weil wir sehen, dass die Wasserspeicher, obwohl es geregnet hat, aber zur falschen Zeit dann geregnet hat, dass die Wasserspeicher nicht aufgefüllt worden sind. Und wenn ich alte Bäume habe, habe ich manchmal natürlich auch solche Tellerwurzeln, die überhaupt nicht tiefer auch reingehen. Und das ist auch ein Problem. Sie können sich nicht mehr so stark und so schnell anpassen halt. Ich habe jetzt noch 4 Fragen, allenfalls noch 10 Minuten, damit wir noch ausreichend lüften können vor der, vor der Regierungspressekonferenz. Und zwar Fatima Abbas, DPA, fragt mal, können Sie noch mal zusammenfassen, welche Maßnahmen jetzt dringend geboten sind, um den Wald zu retten? Mhm. Also welche unmittelbaren Konsequenzen aus dem Bericht gezogen werden müssen? Mhm. Danke für die Frage. Wir müssen auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen. Erstens Waldforschung. Wir haben wirklich ein renommiertes, weltweit international renommiertes Institut. Die nationale, aber auch die international vernetzte Waldforschung ist unglaublich wichtig. Das heißt, auch das Thema Klimawandel hört ja nicht an unseren Grenzen auf. Und deshalb haben wir auch eine europäische Waldstrategie, eine internationale etc. Zweiter Punkt ist, die Baumschulen mit im Boot zu haben. Wie wir sehen, ist es so, dass sie Nachkommen, Pflanzmaterial haben. Aber wir wissen, es braucht auch andere
Bäume, standortangepasste Bäume. Das ist das Nächste. Das Dritte ist, dort, wo Schadflächen noch nicht geräumt sind und wo auch die Gefahr besteht, gerade Stichwort Borkenkäfer, dass er weiter übergreift, dass wir dort Bäume schützen vor dem Borkenkäfer, auch vor dem Wiedererstarken, dann auch wenn es, wenn die entsprechende Witterung da ist. Also räumen auf der einen Seite. Zweiter Punkt, also es geht nicht um Totalräumen, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, das hatten Sie ja auch eben unterstrichen. Dann geht es darum, um die Zertifizierung. Es geht darum, dass wir die grünen Berufe attraktiver machen und besser ausbilden in einigen Bundesländern. Und da rufe ich die Bundesländer wirklich auch dazu auf, sie müssen schauen, dass sie genügend Forst- oder Waldpersonal auch haben, um wirklich diesen Herausforderungen Herr zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist natürlich, meine ich, dass wir die Leistung, die der Wald erbringt für uns alle, dass wir die honorieren müssen. Also Stichwort CO2-Senke, CO2-Bindung. Wenn CO2-Ausstoß einen Preis hat, ein Minus quasi etwas kostet, dann muss doch auch ein Plus davor sein, dort, wo CO2 gebunden wird. Also dass wir diese CO2-Bindung honorieren. Und ich lasse gerade ein System erarbeiten in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit Fachleuten, ein System erarbeiten, wie wir eine solche, ich sage jetzt mal, CO2-Binde-Honorierung gestalten können, die dann auch, sagen wir mal, international auch anerkannt ist, beziehungsweise wo man auch verrechnet. Denn natürlich, wenn Bäume dann auch verrotten oder verbrannt werden, im Übrigen Holz, dann haben wir wieder einen Ausstoß. Wie wird das verrechnet? Das alles spielt eine Rolle. Aber da meine ich, brauchen wir ein neues Einnahmesystem. Warum? Weil der Staat nicht wie in dem vergangenen Jahr regelmäßig jährlich so viel Geld zur Verfügung stellen kann. Und wir müssen auch wissen, die Waldbauern werden nicht mit dem Verkauf ihrer oder mit den Einnahmen ihres Holzverkaufes das stemmen können, was sie zu stemmen haben für uns. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb meine ich, ist es notwendig, dass wir hier aktiv werden mit einer solchen Berechnung. Und wir haben deshalb auch, wie gesagt, eine Arbeitsgruppe. Und wenn Sie das interessiert, können wir Ihnen da gerne auch was zukommen lassen. Olga Schmidt-Denker fragt noch nach, viele Menschen in Deutschland fürchten, dass ihre natürliche Lebensumgebung immer mehr kaputt geht. Wie kann die Politik den Menschen da Zuversicht vermitteln, dass das nicht passiert? Frau Klöckner. Mhm. Ja, Zuversicht vermitteln ist was Gutes, aber wir müssen den Leuten schon die Wahrheit sagen. Also nur Zuversicht zu vermitteln und zu sagen, alles ist gut, wäre falsch, weil dann auch der Druck des Handelns nicht da ist. Und ich glaube, Sie haben schon gemerkt, dass es ein dramatischer, nicht nur ein Appell ist, weil ich will ja nicht an mich selber appellieren, sondern wir handeln ja. Und es hat massiv auch dazu geführt, dass ich um Mehrheiten nicht nur gekämpft habe, sondern nachher auch dafür gesorgt habe, dass wir diese Gelder bekommen haben, die vorher so überhaupt nicht absehbar waren. Und Zuversicht vermitteln liegt auch darin, vielleicht in der Frage, die da vorgestellt worden ist, dass wir eben diejenigen unterstützen, die dafür sorgen, dass unsere Umwelt, so wie wir sie schätzen, zum Beispiel unsere Wälder, dass die eben nicht sterben als Wald als solcher, sondern wieder erstarken. Herr Bauchmüller nochmal. Ja, ich hätte einen kurzen Themenwechsel zu dem Gespräch gestern mit Merkel. Ist das okay? Pardon, dann Herr Zweigler noch zum Wald. Dann nehmen wir erst Herrn Zweigler, dann Herrn Bauchmüller. Baumschulen, Pflanzen, haben wir denn, Frau Dr. Wellbrock, haben wir denn eigentlich genug Pflanzen in den Arten, die wir jetzt haben wollen? Schwarzkiefer, Douglasie und so weiter. Bei allen Diskussionen, die es da um die einzelnen Arten gibt. Mhm. Oder ist das der Flaschenhals? Ja, also das haben wir ja auch schon gehört. Also auf einmal werden wir das nicht alles wieder bewalden können. Das wird eben eine längere Aufgabe sein. Und die Diskussion sozusagen, welche Baumarten wir dann nehmen und vielleicht auch Provenienzen aus dem südlichen, südöstlichen Raum dann verwenden, wo Buchen zum Beispiel schon Trockenstress angepasster sind, das ist ja auch noch eine Frage. Da ist man schon auf dem guten Weg, aber sofort wird nicht alles bewaldet werden können. Also wir haben eine Abfrage gemacht bei den Baumschulen in Deutschland, auch bei dem Verband. Sie sagen, das, was rausgebracht werden kann in die Fläche, im Frühjahr und im Herbst. Das können Sie liefern, aber wohlwissend berechnet, was überhaupt jemand auch fähig ist, in einer Pflanzsaison überhaupt zu pflanzen. Also da haben wir jetzt keinen Flaschenhals, dass jetzt alle im Wald stehen und sagen, wir haben jetzt
entsprechend schon den Boden bearbeitet. Uns fehlt nur das Pflanzgut. Das nicht, sondern es fehlt auch zum Teil an Personal. Es fehlt, das müssen wir auch, das haben wir heute hier noch gar nicht angesprochen. Auch das fehlt im Übrigen. Gell? Genau, das höre ich auch von den Länderkollegen, dass das ein Problem ist, sozusagen die Pflanzen rauszubringen und dann zu betreuen. Dann Herr Bauchmüller. Ja, Frau Klöckner, es gab ja gestern Abend das Gespräch zwischen der Kanzlerin und den Landwirtschaftsverbänden. Da waren Sie auch dabei. Was können Sie uns denn über die Ergebnisse sagen? Naja, die Frage ist, was man als Ergebnis definiert. Also es gibt keine neuen Entscheidungen. Das nicht. Also die Kanzlerin, da bin ich sehr dankbar, sie hat eine große Affinität zur Landwirtschaft, zur Lebensmittelproduktion. Als ehemalige Bundesumweltministerin hat sie eine große Affinität. Und es gab viele Fragen von Landwirtschaftsverbänden, die Sorge, auch, ich sage jetzt mal, alles oder nichts, dass gar keine Landwirtschaft mehr möglich wäre in Deutschland. Wenn wir Insektenschutz betreiben, wenn wir Insekten nicht schützen, wird Landwirtschaft schwierig werden, um es kurz zu sagen. Und hier geht es um einen guten Weg, wo wir nicht alles oder nichts, sondern wo wir beides zusammenbekommen. Wir wollen regionale Lebensmittel in Deutschland, dafür brauchen wir regionale Bauern. Und wenn Bauern aufhören, weil es nicht mal wirtschaftlich ist, weil keiner, glaube ich, von uns macht seinen Beruf, wenn er jeden Tag Geld mitbringen müsste, weil er davon nicht leben könnte. So, und es ging darum, noch mal zu erläutern, wir haben ja zum einen das Insektenschutzgesetz und zum anderen haben wir die Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Und es war immer noch im Raum, dass man in Vogelschutzgebieten dann nicht mehr Schädlinge bekämpfen könnte, in FFH-Gebieten. Wenn wir uns mal Obst und Gemüse anschauen, Sie wissen darum, wie viel wir importieren. Die Sorge, dass dann in ganzen Landstrichen am Rhein entlang zum Beispiel kein Obst- und Gemüseanbau mehr möglich wäre mit den neuen Regelungen. Da haben wir auch zur Aufklärung beigetragen, dass das eben zum Beispiel nicht stimmt. Und deshalb habe ich auch sehr bewusst, will ich sehr deutlich sagen, auch mit der Unterstützung der Parlamentarier der Union haben wir sehr bewusst ganz klar gemacht, dass die Vorlage des Bundesumweltministeriums so nicht funktioniert. Auch die Forderung einiger Umweltverbände, zumindest Bundesverbände in den Ländern, sehen die das ja auch anders, weil sie ja vor Ort kooperieren. Da haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir es überhaupt nicht im Interesse der Ökologie verantworten können, dass der Erstentwurf des BMU einfach durchgewunken worden wäre. Sondern es ist in unserem Interesse, dass wir regionale Produktionskreisläufe haben. Das hat eine Rolle gespielt und insofern auch noch mal zu Ihrer Information. Es war sowohl, sagen wir, die ökologisch wirtschaftende Seite vertreten, wie die konventionell wirtschaftende Seite. Und dass Landwirtschaft auch nicht immer einer Meinung ist, das wissen wir. Aber es war ein guter, ein konstruktiver Austausch und auch der Wunsch, und das will ich vielleicht festhalten noch, und die Übereinkunft, wir wollen nicht das, was vor Ort in den Ländern wirklich erarbeitet worden ist, in Zusammenarbeit von Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft, durch eine Bundesgesetzgebung torpedieren, dass das nicht mehr gefördert werden kann. Und deshalb haben wir auch über Fördermöglichkeiten, Länder, Unberührtheits- und Öffnungsklauseln zum Beispiel gesprochen. Und das war ein sehr, finde ich, konstruktives Gespräch, anderthalb Stunden lang. Die Kanzlerin sehr in den Themen drin, also wirklich sehr beachtlich. Und insofern war das sehr konstruktiv. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich habe nicht alle Fragen abarbeiten können, aber wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, um lüften zu kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Frau Klöckner, Frau Berwick. Danke bei Ihnen. Danke. Danke.
Answer, answer.